Leipzig Hauptbahnhof. 100 Kilometer Gleise, 400 Weichen, 700 Züge in 24 Stunden, 1000 Beschäftigte und 100.000 Reisende pro Tag. Der Leipziger Hauptbahnhof zählt zu den größten Kopfbahnhöfen Europas. Die Geschichte dieses Bahnhofes begann vor 150 Jahren. Als der Nationalökonom Friedrich List 1833 nach Leipzig kam, fand er bei der ortsansässigen Kaufmannschaft für sein Projekt einer Ferneisenbahn offene Ohren. List schlug vor, die erste Fernbahn von Leipzig nach Dresden zu bauen. Er sah sie als Ausgangspunkt eines allgemeinen deutschen Eisenbahnnetzes. Die Geschichtsakten halten unwiderlegbar fest, dass die erste Eisenbahn in Deutschland am 5. Dezember 1835 von Nürnberg nach Fürth fuhr. Diese Strecke war 6 Kilometer lang, technisch eine Revolution, wirtschaftlich zweifelsohne interessant, eisenbahnbetrieblich indes bedeutungslos. Die Männer, die 1835 den Bau der 115 Kilometer langen Strecke von Leipzig nach Dresden beschlossen, gingen ein hohes Wagnis ein. Unweit des heutigen Hauptbahnhofs, dort, wo zur Erinnerung ein Obelisk steht, nahm die Bahn ihren Anfang. Am 24. April 1837 fand die Eröffnungsfahrt auf dem ersten Teilabschnitt bis Alten statt. Die Geländeschwierigkeiten waren für damalige Verhältnisse enorm. Allein für den Einschnitt bei Machern bewegten in 2 Jahren 600 Mann 800.000 Kubikmeter schweren lehmigen Erdboden. Meisterwerke früher deutscher Ingenieurkunst waren die Überbrückung der Mulde bei Wurzen und des Überflutungsgebietes der Döllnitz bei Tschöllau. Wölbbogen und Pfeilerkerne aus historischer Zeit sind noch erhalten. Eine besondere Herausforderung bot der Oberauer Landrücken. Um die Streckenneigung gering zu halten, schlugen Freiberger Bergleute den ersten deutschen Eisenbahntunnel durchs Erdreich. 1933 musste er wegen baulicher Mängel und betrieblicher Einengungen aufgeschlitzt werden. Auch für die Hochbauten gab es keine Vorbilder. Umso erstaunlicher sind Solidität und Weitsicht, mit der unsere Vorfahren bauten. Dieses Empfangsgebäude des Bahnhofs Niederau stammt original aus dem Jahre 1841. Es ist das älteste auf dem europäischen Kontinent. Die Elbe überquert die Bahn bei Riesa. Königsdorfer, der Erbauer der ersten Brücke, legte gleichzeitig den Grundstein für eine kaum vorhersehbare wirtschaftliche Entwicklung. In der Mitte der Strecke zwischen Leipzig und Dresden und am schiffbaren Fluss gelegen, richtete die Bahn zunächst eine Koks- und Wasserstation zur Versorgung ihrer Lokomotiven ein. Bald mauserte sich das 200-Seelendorf zum bedeutenden Eisenbahnknoten und zum Industriezentrum. Es ist daher kein Zufall, dass sich die Deutsche Reichsbahn entschied, die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Streckenjubiläum der ersten deutschen Ferneisenbahn in Riesa stattfinden zu lassen. Höhepunkt aller Veranstaltungen sollte eine große Fahrzeugparade mit möglichst allen Museumsfahrzeugen werden, gleich ob betriebsfähig oder nicht. Dieser für Eisenbahnfreunde sicher erfreuliche Beschluss hatte einen gewaltigen Organisationsaufwand zur Folge. Einer der Sammelpunkte der auf Riesa zukommenden Fahrzeuge ist naturgemäß das örtliche Bahnbetriebswerk mit dem vollkreisförmigen Rundschuppen, lediglich unterbrochen durch 2 Ein- und Ausfahrgleise. 503695 kommt aus Altenburg und wird in den nächsten Tagen Mitfahrlustigen an der Ladestraße des Ortsgüterbahnhofs zur Verfügung stehen. Siehst du noch?
hast du den kleinen Schornstein neben dem großen Schornstein. Vom BW Leipzig Süd ist ein anderes, heutzutage doch sehr eigenwillig anmutendes Gefährt angereist. Von Kopf bis Fuß wird es liebevoll befummelt und sicher würden sich genügend Dampflok-Freunde finden lassen, um es auf Händen nach Hause zu tragen. Zur gleichen Zeit rüsteten in Gera die Männer um die P8 ihr Fahrzeug her. Die Schilder unbeaufsichtigt zu lassen, hieße, für immer von ihnen Abschied zu nehmen. BW Halle P. In Ruhe können wir hier während der Triebwerksdurchsicht das Verhältnis von Mann zu Raddurchmesser betrachten. Stolze 2,30 Meter hat die einst für den Henschel-Wegmann-Zug konstruierte und später in eine Schlepptender-Lokomotive umgebaute 18201 zu bieten. Bei Zeiten muss die kalte Kohlenstaublokomotive 529900 aus Halberstadt auf den Weg gebracht werden. Beachtenswert ist der besondere Tenderaufbau. Auch die leider nicht betriebsfähige Mammut aus Blankenburg hat eine lange Reise vor sich und wird umsichtig vorbereitet. Bei den Nadeln, das wirkt wie so eine Pumpe, ja. Die Mammut entstand aus der Notwendigkeit, bei der privaten Halberstadt-Blankenburger Eisenbahngesellschaft den umständlichen Zahnradbetrieb durch reinen Adhäsionsbetrieb abzulösen. Sie erteilte 1919 den Entwicklungsauftrag für diesen fünffach gekuppelten Riesen an die Lokomotivfabrik Borsig in Berlin. Es galt, eine leistungsstarke Tenderlokomotive zu konstruieren, die den spezifischen Bedingungen der Steilrampe angepasst war. 63 Promille waren zu überwinden. Ohne einen Kessel mit sehr hohem Wasserstand und ohne Gegendruckbremse nicht denkbar. 9. April 1989, 10 Uhr. Seit einer halben Stunde ist das Gleis Leipzig-Dresden gesperrt. Regiebesprechung auf der ersten Lokomotive.
Pfeifprobe, sie muss funktionieren. Kesselspeisen, ohne Wasser läuft kein Dampfross. Eine Bremsprobe darf natürlich nicht fehlen. Die Zylinder werden vorgewärmt und immer wieder putzen mit Hingabe. Auf der 44 steht das Feuer gut. Noch 2 Stunden bis zur Eröffnung der Parade. Vorsichtshalber erfolgt noch eine kurze Fahrprobe. Auch die Beleuchtung wird kontrolliert. Alle Züge stehen bereit. Es kann losgehen. Inzwischen beginnen sich die Tribünen zu füllen. 200.000 Besucher wird man später zählen. Schlag 2 ist es soweit. Der Kommandant der sächsischen Nationalgarde nimmt das Wort. Da kommt sie, Sachsens Stolz und der Deutschen Reichsbahn Gloria, die Saxonia. Es war ein aufwendiges Unternehmen, diese Lokomotive nachzubauen. Das Original war die erste betriebstüchtige deutsche Dampflokomotive. Professor Schubert hatte sie mit seinen Männern im Jahre 1838 in nur 11 Monaten in Übigau bei Dresden geschaffen. Es gibt keine technischen Unterlagen aus jener Zeit. Vermutlich dienten Werkstattskizzen als Baugrundlage. Ähnlicher ging es auch den Schlossern des Reichsbahnausbesserungswerkes Halle, die viel Einfühlungsvermögen aufbringen mussten, um möglichst hohe Detailtreue zu erzielen. Spötter behaupten, dass dieser Nachbau aus dem Vollen gefeilt wurde. Sei's drum, das Ergebnis ist alle Anstrengung wert. Die Saxonia wird übrigens von einem zweizylindrigen Innentriebwerk angetrieben. Die Kuppelstange. Diese Einrichtung bedarf der Erklärung. Es ist ein Federwag-Sicherheitsventil. Am langen Hebel ist die Kesseldruck-Einstellfeder am Geländer des Führerstands befestigt. Die Steuerung wird ausgelegt
und sie bewegt sich. Das einst vertraute Bimmeln einer Kleinbahn kündigt eine preußische T3 an. Diese Gattung wurde von 1882 an in einer Gesamtstückzahl von 1550 Maschinen gebaut. Die Zuglok 89-6009 entstand im Jahre 1902 in der Köln-Kalker Lokomotivfabrik Humboldt. Um ihren Aktionsradius zu erweitern, erhielt die ursprüngliche Tenderlokomotive den Schlepptender. Er stammt von einer preußischen G5. Im Schlepp hat die T3 eine preußische G7 sowie 4 Transportwagen, die mit dem sächsischen Schmalspur-Traditionszug beladen sind. Die Schmalspurlok 4K mit der Betriebsnummer 132 der Sächsischen Staatsbahn verkehrt mit ihren originalen Reisezugwagen regelmäßig zwischen Radebeul und Radeburg nördlich von Dresden. Was da in preußischen Farben auf uns zukommt, ist die T8 mit der preußischen Bezeichnung Berlin 7001. Wegen ihrer grantigen Laufeigenschaften hieß die 66 Jahre alte Lok bei den Personalen der Knochenschüttler. Am Zughaken hat dieser Knochenschüttler die 98001 von der Windbergbahn im Süden Dresdens. Das geteilte Triebwerk brachte ihr den Namen Heuwender und Kreuzspinne ein. Das graue Fahrzeug ist ein sächsischer Vierklassewagen mit hochliegenden Fenstern für die Stehgäste. Dafür war sie entwickelt worden, die T12. Für zügiges Anfahren und hohe Durchschnittsgeschwindigkeit bei kurzem Haltestellenabstand auf der Berliner S-Bahn.
Fast 1000 Maschinen gab es einmal von dieser Baureihe. 74-1230 ist eine der letzten. Die mitgeführten Reisezugwagen sind heute in Velten beheimatet. Zwei Abteilwagen und ein C3. Der Qualm verbirgt es noch. Hier naht ein reiner sächsischer Lokomotivzug. Voran die 38-205. Für ihre Zuverlässigkeit spricht der Beiname Rollwagen, der dieser Gattung verliehen wurde. Dem Rollwagen folgt die 19017, der Sachsenstolz. Einst war die Vierzylinderlokomotive auf den Strecken zwischen Dresden und Hof sowie zwischen Leipzig und Nürnberg eingesetzt. Die dritte im Bunde ist eine G12. Sie war nicht nur in Sachsen, sondern auch in Preußen, Baden und Württemberg zu Hause. 1500 Stück wurden von dieser Type gebaut. Die am Schluss laufende 94-2105 gilt als die stärkste Tenderlokomotive ihrer Zeit. Sie ist 1907 bei Hartmann in Chemnitz entstanden. Nach dem sächsischen Rollwagen die preußische P8. Sie ist die meistgebaute deutsche Personenzuglokomotive. Mit der P8 wurde vor dem Ersten Weltkrieg der Höhepunkt in der Entwicklung der Personenzug-Dampflokomotiven bei der Preußischen Staatsbahn erreicht. Sie bewies die Überlegenheit der Heißdampfmaschinen gegenüber den Nassdampflokomotiven. Fast 4000 Stück gab es von ihr. Da die P8 sowohl vor Personen als auch vor Schnellzügen eingesetzt werden konnte, galt sie als Mädchen für alles. Unsere P8 mit der Reichsbahnnummer 38-1182 stammt aus dem Jahre 1910 und ist von Schwarzkopf in Berlin gebaut worden. Bemerkenswert ist die Feuertür der Bauart Marcotti. Ihr Kessel stammt von der Firma Humboldt in Köln.
Gefolgt wird die P8 übrigens von einer preußischen vierzylindrigen Schnellzuglokomotive S101 mit einem Oberlicht und einem Abteilwagen. Noch einmal kommen die Preußen, dieses Mal als Tenderlokomotiven, voran die 94-1292. Hinter der E-gekuppelten 94 läuft die preußische T14-93-230, dann die T13-92-503 und am Schluss die T9-291-134. Diese Lokomotiven bilden eine Entwicklungskette. Die Zugmaschine ist die jüngste aus dem Jahre 1922, die Schlussmaschine die älteste aus dem Jahre 1898. Zwischen der ersten und letzten Lokomotive dieses Dreierverbandes besteht eine enge Verwandtschaft. Die führende ist die Tochter der am Schluss laufenden Maschine. In die Mitte haben beide eine T18 genommen, die auf der Insel Rügen ihre Heimat hatte. Auch an den Raddurchmessern erkennt man sie. Die Güterzuglokomotive 95027, die Personenzuglokomotive 78009 und die Steilrampenlokomotive Mammut mit der Nummer 95676. Dieses an Buntheit kaum zu überbietende Bild bildet den Schluss der Länderbahnschau, die 20er Jahre in all ihrer Vielfalt. Voran die bayerische E-Lok E7710 aus dem Jahre 1924.
Am Haken hat der elektrische Oldtimer die preußische G10-57-32-97, Baujahr 1927. Die Zuggarnitur bilden sächsische Güterwagen. Was sich hier in ersten Eindrücken ankündigt, ist der Traditionszug der Deutschen Reichsbahn. Damit beginnt die Vorführung der Fahrzeuge aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Bespannt ist der Schnellzug der 30er Jahre mit der 03-001. Sie schleppt die nicht mehr betriebsfähige 01-005 und den Traditionseilzug aus Zwickau, voran der Bahnpostwagen. Eine besondere Augenweide ist der Metropa-Speisewagen aus dem Jahre 1929. Der Stolz der Vorkriegsreichsbahn waren die Einheitslokomotiven. Wir werden jetzt vier Vertreterinnen sehen. Diese Gruppe wird angeführt von der 130 Kilometer schnellen 01-137. Ihr folgt die 41-231, eine Schnellfahr-Güterzuglokomotive aus dem Jahre 1939. Sie war auch vor Schnellzügen anzutreffen. Die dritte im Bunde ist die dreizylindrige 44-1106.
Die 44 hat die zweizylindrige 43001 am Zughaken. Last but not least, eine Vertreterin der Baureihe 50 mit der Betriebsnummer 849. Die nun ins Bild fahrende Garnitur Donnerbüchsen wird von der 86001 gebracht, eine Einheitstenderlokomotive für Nebenbahnen aus dem Jahre 1928. 86001 wird in Aue betreut. Die Donnerbüchsen sind bei den Eisenbahnfreunden in Velten im Norden Berlins zu Hause. Charakteristisch für die Reichsbahn zwischen den beiden Weltkriegen waren die Einheitstypenprogramme für die Entwicklung der Triebfahrzeuge. In der Folge sehen wir 5 Einheitstenderlokomotiven. Zunächst die 62015 mit der 24004 und der 64007. Alle drei sind Personenzuglokomotiven. 62015 hat 20 Tonnen Achsfahrmasse und ist bis zum Beginn ihrer Karriere als Museumslokomotive 2 Millionen Kilometer gelaufen. Bei den Baureihen 24 und 64 geht die Vereinheitlichung so weit, dass fast alle Teile gegeneinander austauschbar sind. Die beiden dann folgenden Tenderlokomotiven waren im Güterzugdienst tätig. Die führende 86049 vor allem im Mittelgebirge. Die dreifach gekuppelte 80023 zählt zu den ersten Einheitslokomotiven. Sie wurde 1928 für den schweren Rangierdienst gebaut. Musik im Takt des Drilling-Triebwerks. Die schwere Güterzugbaureihe 44 hatte einen Bestand von nahezu 2000 Maschinen. Die 44-1093 war übrigens zwischenzeitlich ölgefeuert.
Die 30er Jahre waren für die Reichsbahn auch eine Zeit intensiver Elektrifizierung. Die Baureihe E94 galt unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg als moderne und starke Güterzuglokomotive. Ihre prägnante Form erhält die E94 durch die langen Vorbauten. Sie enthalten neben den Batterien die Kompressoren und Fahrmotorenlüfter. Um die Stundenleistung von 3300 Kilowatt durch die 6 Fahrmotoren in Traktionskraft umsetzen zu können, ist für die Anfahrten ein erheblicher Vorrat an Streusand nötig. Die E94 gilt als eine der gelungensten elektrischen Lokomotiven, auch wenn uns heute der Führerstand altertümlich anmutet. Als antiquiert muss auch der Handradantrieb des Feinreglers gelten. Allerdings ist es im Zusammenwirken mit dem Nockenschaltwerk möglich, die Zugkraftsprünge von Fahrstufe zu Fahrstufe in sehr engen Grenzen zu halten. Hinter der E94 die nicht mehr betriebsfähige E9502. Mit dieser Maschine besitzt das Verkehrsmuseum Dresden ein Exemplar der mit 21 Meter längsten und mit 138 Tonnen schwersten elektrischen Lokomotiven der deutschen Eisenbahnen. Sie war auch die teuerste der bis 1945 beschafften Maschinen. Dennoch hat sie mit 1700 Kilowatt nur die halbe Stundenleistung wie die E94. 15 Jahre Entwicklungszeit lagen zwischen den beiden Fahrzeugen. Die für die technische Entwicklung so glanzvollen 30er Jahre brachen 1939 ab. Sie endeten in vereinfachten Kriegslokomotiven der Reihe 52 und in primitiven Behelfspersonenwagen. Die Wiederaufnahme des Zugbetriebs nach dem Krieg schuf für die Deutsche Reichsbahn harte Bedingungen. Der damaligen sowjetischen Besatzungszone standen weder die Steinkohlevorräte des Ruhrgebiets noch die des verloren gegangenen oberschlesischen Reviers zur Verfügung. So blieb nichts anderes übrig, als solche Riesen wie die der Baureihe 44 mit Braunkohlebriketts zu feuern. Einen Ausweg suchte Hans Wendler. Er fand eine gelungene Konstruktion der Kohlestaubfeuerung. Auf Braunkohlestaub wurden 29 Maschinen der Baureihe 52, 22 Lokomotiven der Baureihe 44 und 55 Lokomotiven der Baureihe 58 umgerüstet. Hinter der 44-1378 ist die schon vorgestellte Kohlestaublok 52-9900 zu sehen. ...1955 begann in der DDR die Wiederelektrifizierung des Netzes mit dem Streckenabschnitt von Köthen nach Halle. Als Triebfahrzeuge standen neben vereinzelten Stangenlokomotiven und der bereits gezeigten E94 die 90 Kilometer schnelle Baureihe E44 zur Verfügung. Den Schnellzugdienst übernahm die Baureihe E04 aus dem Jahre 1932.
Von der Baureihe E18 wurden aus dem Schadbestand 3 Maschinen wieder aufgearbeitet. Eine ging durch einen Unfall verloren. Die hier mitfahrende E1831 dient hauptsächlich Versuchs- und Museumsfahrten. E1213 ist die letzte Neubau-Dampflokomotive der Deutschen Reichsbahn. Von 1956 bis 1960 wurden im VEB-Lokomotivbau Karl Marx, Babelsberg 113 dieser bei den Personalen sehr beliebt gewesenen Maschinen gebaut. Die E11001 verließ am 3. Januar 1961 die Hallen des LEW Hans Beimler in Hennigsdorf bei Berlin. Der Serienbau der Schnellzuglokomotive für 120 km Höchstgeschwindigkeit begann 1962. Es sind insgesamt 95 Maschinen geliefert worden. Die E11 gab es auch als Güterzugversion. Sie trug die Baureihenbezeichnung E42. Verlassen wir vorerst die elektrischen Lokomotiven und wenden uns ein letztes Mal der Nostalgie zu. Wir werden jetzt 7 von der Deutschen Reichsbahn nach dem Krieg modernisierte Dampfrösser erleben, sogenannte Reko-Lokomotiven, voran die dreizylindrige 18201. Sie ist ölgefeuert, hier ein Blick in die Feuerbüchse und auf die Rohrwand. E1531 entstand 1964 aus der Vorkriegsschnellzuglok E1158. Drei Zylinder treiben 03-1010 an. E1485 besitzt ebenfalls einen Reko-Kessel. E1535-35 hat ihren Ursprung in der einst weit verbreiteten Baureihe 50. Es folgt die rekonstruierte Kriegslok 52-8200.
So sieht die rekonstruierte Variante der preußischen G12 aus. Seit es lokomotivbespannte Reisezüge gibt, währt der Streit der Experten, ob Triebwagen nicht vorteilhafter seien. Triebwagenkonstruktionen hat es daher immer wieder gegeben. Als ersten Museumstriebwagen der Deutschen Reichsbahn sehen wir den Versuch einer Einheitsbauart der 30er Jahre, die in verkehrsschwachen Zeiten auf Hauptbahnen laufen sollte. Er hat einen zweiachsigen Nebenbahntriebwagen im Schlepp. Das Herz kann einem bluten. Der fliegende Hamburger, einst der Stolz der Nation, im Schlepp der V36-027. Die ursprüngliche Wehrmachtslokomotive lief als Spitze müde 40. Der fliegende Hamburger als damalige Weltbestleistung mit 125,6 Stundenkilometer Reisegeschwindigkeit. Gerade 20 Jahre alt sind die Schienenbusse aus dem VEB-Waggonbau Bautzen. Sie bewähren sich im ländlichen Nebenbahndienst hervorragend. 1960 lief die Erprobung der 1800 PS starken Diesellokomotive V180 an. Die Maschinen haben hydraulische Kraftübertragung. Nach dem Baustopp von Großdiesellokomotiven kamen von 1967 bis 1975 378 dieser 2000 PS starken und sehr robusten Reihe 120 mit dieselelektrischem Antrieb aus der Sowjetunion. Vor einer Garnitur Neubau-Reisezugwagen aus dem Reichsbahnausbesserungswerk Halberstadt sehen wir einen weiteren Import aus der Sowjetunion, die Baureihe 132. Sie ist 3000 PS stark, hat ebenfalls elektrische Kraftübertragung und einen elektrischen Generator für die Zugheizung. Im Gegensatz zur Baureihe 120, die mit einem Gleichstromgenerator ausgerüstet ist, liefert der Traktionsgenerator der Baureihe 132 Drehstrom. Da die roten Riesen der Baureihen 120 und 132 Radsatzfahrmassen von 20 Tonnen aufweisen, wurden für den Nebenfahrdienst leichtere Fahrzeuge benötigt. Die aus Rumänien importierte Baureihe 119 erfüllt diese Bedingungen. Neben der hydraulischen Kraftübertragung hat sie für die Zugheizung einen Elektrogenerator. Von 1978 bis 1985 kamen 200 dieser Diesellokomotiven aus Bukarest in die DDR. Die Zeit der Wendezüge begann 1957. In den ersten Jahren wurden die Doppelstockeinheiten von Dampflokomotiven der Baureihe 65 gezogen bzw. geschoben.
Heute sind es Lokomotiven der Baureihe 243, die mit Doppelstock-Einzelwagen den S-Bahn-Betrieb der Bezirksstädte fahren. Zwei Stunden sind seit Beginn der Parade vergangen. Eine Stärkung ist daher angezeigt, bevor wir uns den letzten Bildern aus der Gegenwart zuwenden. Wie alle Bahnverwaltungen mit elektrischem Zugbetrieb ist auch die Deutsche Reichsbahn auf die entsprechenden Dienstfahrzeuge für die Fahrleitung angewiesen. Die mit Stromabnehmer versehene 106 zieht mit einem Fahrleitungsmontagewagen durchs Bild. Diesem Gespann folgen eine selbstfahrende Arbeitsbühne und ein vierachsiger Oberleitungsrevisionstriebwagen. Den Schluss der Fahrzeugparade in Riesa bilden drei Elektrolokomotiven aus der DDR-Produktion. Sie demonstrieren die neue Generation mit optimal geregelter Leistungselektronik, geringem Wartungsaufwand und hoher Zuverlässigkeit. Die Lokomotiven der Baureihe 250 ziehen 3000 Tonnen Züge mit 95 km pro Stunde. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 Stundenkilometer, ihre Stundenleistung 5400 Kilowatt. 50% der Zugförderleistung fährt die Deutsche Reichsbahn gegenwärtig mit elektrischen Lokomotiven. Zum E-Lok-Park gehören auch die Maschinen der Baureihe 243, die 1984 in den Serienbau gingen. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km in der Stunde, ihre Leistung 3700 Kilowatt. Die Zweisystemlokomotive 230-001 für den grenzüberschreitenden Verkehr in Richtung Polen und Tschechoslowakei bildet den Abschluss. Sie ist eine Gemeinschaftsentwicklung der Deutschen Reichsbahn mit den Škoda-Werken in Pilsen. (168) Fahrzeuge sind an uns vorübergezogen, 99 Wagen, 5 Triebwagen und 64 Lokomotiven, davon 46 betriebstüchtig. Eine solche Schau wird sich so rasch nicht wiederholen lassen, wenn überhaupt. Es war eine bunte Schau. Einen letzten Eindruck von der Fröhlichkeit, der Stimmung vermitteln die Spiegelbilder in den Fenstern der Städte-Expresswagen aus Bautzen. Für die beteiligten Eisenbahner ist der Dienst aber noch nicht zu Ende. So müssen die Lokpersonale ihre Paradezüge gleich im Anschluss an die großartige Veranstaltung nach Hause bringen. Begleiten wir einige Garnituren auf ihrem Heimweg. Zunächst 03, 001 und 01, 005 vor dem Traditionszug zwischen Riesa und Döbeln.
Wie in alten Zeiten, Ausfahrt frei für einen Dampfschnellzug in Döbeln. Inzwischen haben 44 13 78 und 52 99 00 Riesa in Richtung Döbeln verlassen. Im Blockabstand folgt das Triebwagengespann mit VT 137 099 an der Spitze. In Großboten überholt der schnellere VT 137 die beiden Güterzuglokomotiven. Der große Tag neigt sich dem Ende. Die Schmucke 44 glänzt in der Abendsonne. Bis zur Weiterfahrt nutzt das Lokpersonal der 44 die Zeit zur Nachschau und Pflege ihres Dampfrosses. Wolfgang, gib mir mal den 19er Schlüssel und Ilter, brauche ich. Ich muss die Schnittbuchse noch ein bisschen nachziehen, ja. Ach so, ja, die Kläfte bitte. Soll ich mal ein bisschen drehen? Nee, warte mal. Warte mal, ich darf mal nachziehen. Beim Nachziehen. Jetzt kommt fest, ne? Warte mal, hier noch einer. Wolfgang, nimmst du mal? Das geht doch her. Jetzt, so. Haben wir das nur wieder dichter. Thank you.
Sauding. Ungeduldig warten die beiden schwarzen Männer auf der Lok auf Ausfahrt frei. Ja, Mensch, zieh doch nur endlich mal das Signal. Auf dich! Und geht das los hier! Mein Schluck ist ja mal nie. Mit kräftigen Auspuffschlägen dampft 44-1378 aus dem Bahnhof Großboten der untergehenden Sonne entgegen. Das große Jubiläumswochenende der Deutschen Reichsbahn neigt sich dem Ende entgegen. Es wird allen, die dabei waren, unvergesslich bleiben. Land der Berge, Land der Bahnen, Österreichs schönste Bahnstrecken, die Zillertalbahn. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die erste Teilstrecke der Zillertalbahn zwischen Jenbach und Fügen feierlich eröffnet. Heute präsentiert sich die Eisenbahn des schönsten Tiroler Seitentals auf einer Streckenlänge von 32 Kilometern. Während der Sommermonate verkehrt auch zweimal täglich der Dampflokzug. Ein touristisches Ereignis erster Güte. Zurzeit sind 4 Dampflokomotiven und etliche Dieseltriebwagen im Streckendienst eingesetzt. Die kritischste Phase für die inzwischen weit über die Grenzen bekannte Schmalspurbahn war Mitte der 60er Jahre. Damals sollte nämlich die Bahn zugunsten einer Straße eingestellt werden.
Das Land Tirol und die Zillertaler Gemeinden entschieden sich dann aber doch für die Beibehaltung der Zillertalbahn, insbesondere wegen des immer stärker aufkommenden Sommerfremdenverkehrs. Das Zillertal und seine Eisenbahn gehören zusammen. So blieb es dann auch. Die Aachenseebahn. Sie gilt als technisch-geschichtliche Sensation. Seit 1889 in Betrieb versehen die Originallokomotiven und Waggons auch heute noch Liniendienst. Die einzige Zahnradbahn Tirols überwindet auf der knapp 7 Kilometer langen Strecke zwischen Jenbach und Aachensee nicht weniger als 440 Höhenmeter. Der Bahnhof eben in der Mitte der Strecke gelegen. Hier wechselt die Lokomotive an die Spitze der Garnitur. Ab eben geht es nur noch abwärts in Richtung Aachensee. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Bahnstrecke von den Militärs noch 500 Meter bis zu seiner heutigen Endstation, dem Seespitz am Aachensee, verlängert. Die Bahn ist heute in erster Linie eine touristische Attraktion. Ihre Bedeutung im Güterverkehr hat sie an die Straße verloren. Der Bahnbetrieb wird nur noch von Anfang Mai bis Ende Oktober aufrechterhalten. Die Arlbergbahn. Schon um das Jahr 1845 suchten die Engländer nach Möglichkeiten, die Postbeförderung von England nach Ägypten und Indien weiter zu beschleunigen. Schon damals war der Bau der Arlbergbahn im Gespräch. Es sollte jedoch noch 30 Jahre dauern, bis 1884 die Strecke von Landeck nach Bludenz über den Arlberg fertiggestellt war. Zahlreiche Brücken, Viadukte und Tunnels dokumentieren die Schwierigkeiten des Geländes, mit denen die Ingenieure des 19. Jahrhunderts fertig werden mussten. Das markanteste Bauwerk der Arlbergstrecke ist neben dem Scheiteltunnel die Trissanerbrücke. In 90 Meter Höhe überquert die Bahntrasse hier das Paznauntal. Als stummer Wächter der Brücke die Burg Wiesberg. Die Karwendelbahn. Sie ist von eisenbahnhistorischer Bedeutung, weil sie die erste normalspurige Hauptbahn der damaligen K&K-Monarchie war, die bereits auch als elektrische Bahn gebaut wurde. Musik. 1912 war die Strecke mit 16 Tunnels sowie 14 Brücken und Viadukten zwischen Innsbruck und Garmisch-Partenkirchen fertiggestellt. Die Karwendelbahn hat neben der Arlberg- und Brennerbahn heute eine eher untergeordnete Bedeutung. Der berühmte Triebwagen 491-001, der sogenannte gläserne Zug der Deutschen Bundesbahn.
die Lokomotive der Reihe 1020. Sie gilt als die berühmteste Lokomotive der österreichischen Bundesbahnen. Hervorgegangen aus der deutschen Lok E94, wurde sie erstmals 1940 gebaut und versieht seither hauptsächlich auf Österreichs Bergstrecken Fuhrspann- und Schiebedienste. Die Lok trägt auch die Hauptlast des alpenüberquerenden Gütertransports. Gebaut wurden von der 1020 insgesamt 47 Lokomotiven. 30 davon sind auch heute noch im täglichen Einsatz. Ausgemustert werden sie voraussichtlich 1994. Die Markenzeichen der 1020er, das dominante Aussehen, die Kraft und die Zuverlässigkeit bei jeder Witterung. Die Dreharbeiten für diesen Film waren besonders aufwendig und diese Aufnahmen sind heute bereits eisenbahnhistorisches Dokument.